Eines meiner absoluten Lieblingsprodukte ist die Premium Tournament Collection. In diesem Jahr haben wir den guten Cyrus als Premium-Trainer. Aber das ist nicht alles, denn dieses Jahr haben wir sogar zwei bekommen, auch noch mit der Clara. Das heißt, wir haben jetzt zwei Premium-Turnier-Kollektionen, die wir heute öffnen. Das sind einige Karten und hier ist auch einiges drin. Wenn wir mal auf den Content gucken, dann haben wir hier einen Full-Art-Supporter. Wir haben drei normale Holo-Supporter, also natürlich von den Supportern, die vorne drauf sind. Wir haben Sleeves, wir haben eine Deckbox, wir haben Münzen, ja gut, die ist nicht so spannend. Wir haben aber trotzdem noch Würfel und wir haben Sieben Booster Packs, das ist wirklich eine krasse Anzahl, finde ich. Wir fangen jetzt mal mit Cyrus an. Ja, so, die Box sieht auch ziemlich nice aus. Wir fangen mit Cyrus an. Sieben Booster sind echt eine gute Anzahl, zusammen mit den Full Art Karten. Es ist wirklich ein fantastisches Produkt. So sehen die Würfel aus. Sind okay. Was haben wir hier noch? Hier haben wir direkt die Promokarte. Hier haben wir die Sleeves, die eigentlich auch ganz cool aussehen. Die sehen mal geil aus. Okay, die würde ich vielleicht sogar benutzen, wenn sie denn eine gute Qualität haben. Und dann haben wir hier die Deckbox. Oh, und hier ist eine Münze. Okay, auch mit Cyrus. Die aber auch nicht schlecht ist. Also wer ein Cyrus-Fan ist, hier ist die Deckbox. Diesmal ist sie so umgedreht. Das letzte Mal war sie so. Diesmal ist sie horizontal eher. Naja, aber wir haben Cyrus. Ich packe die jetzt nicht aus. Dahinter ist nochmal die normale Holo-Cyrus, die wir auch schon im Set hatten. Also die ist nichts anderes. Glaube ich jetzt zumindest. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Dann, ja gut, dann gucken wir halt schnell mal rein, würde ich sagen. Aber ich bin der Meinung, die Holo-Trainer, die dahinter sind, das sind die normalen Set-Karten. Ja, sind sie. Aber sie haben so ein Cosmic Foil Holo, was ich eigentlich schicker finde als diese Streifen, die wir immer auf den aktuellen Holos haben. Ja, aber man bekommt einfach mal eine Full Art Trainerkarte von einer Staple Card, die in so gut wie jedem Deck zu finden ist. Boss's Orders, Befehl vom Boss. Das ist schon ziemlich cool. Aber wir haben natürlich noch mehr. Hier drin haben wir die 7 Booster Packs und es ist diesmal auch ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben hier direkt so eine Zweiteilung. Also die Deckbox ist besser geworden als die davor und es ist wirklich, ist richtig tight. Also die Booster haben gerade so reingepasst. Aber die Deckbox ist auf jeden Fall qualitativ ein bisschen besser als die vom letzten Jahr. Dann schauen wir mal, was wir für Packs bekommen haben. Silver Tempest, 2 Stück. Astral Radiance, 2 Stück. Moment mal, das sind nur 6 Booster. Nein, ich habe mich verzählt. Ja, ich habe mich verzählt. Es sind, nee, 2. Es sind 3 Silver Tempest. Okay, alles da. 3 Silver Tempest, Brilliant Stars. Fusion Strike, älteste zu neueste, würde ich mal sagen, machen wir. Es sind eigentlich ganz okay Packs. Also ich hätte mich jetzt auch über Lost Origins gefreut. Aber eigentlich finde ich es sogar gut, dass hier ältere Sets wie Fusion Strike drin sind oder auch Brilliant Stars. Finde ich sogar besser als Lost Origins, weil das ist natürlich noch relativ neu. Oh, ich muss mich dran gewöhnen, wieder den Kartentrick zu machen. Weil wir natürlich jetzt mit Karmesin und Purpur ein bisschen verwöhnt sind, dass wir sowas hier nicht mehr machen müssen. Aber ich versuche mich dran zu erinnern, dass das ab jetzt wieder dazugehört. Ich dachte gerade, wir haben ja schon die Rare, aber Darkrai ist tatsächlich keine Rare. Sehr, sehr ungewöhnlich. Shinx, ein Shelmet. Das ist Fusion Strike, ich darf es nicht vergessen. Und Pikachu. Meine Pikachu V. Ich wollte schon sagen EX, aber nein, es sind noch V-Karten. Pikachu V, unser erster Hit. Es geht weiter mit Brilliant Stars. Habe ich hier noch ein Pack? Nee. Brilliant Stars, auch ein sehr, sehr starkes Set. Mit Glurak, mit Arceus und wunderschönen Trainer Gallery Karten. Wir machen 3 Karten, nein 4 sogar, nach vorne. Dann geht es weiter mit Monferno, die Gloria. Hier fehlen mir aus der Trainer Gallery auch noch einige Karten. Also da darf ich gespannt auf den Slot sein, wo wir hoffentlich was Tolles... Ja, ich sehe schon, es ist auf jeden Fall keine Trainer Gallery Karte. Und dahinter ist leider auch kein größerer Hit. Jetzt sind wir schon bei... Ja, wir sind schon bei Astral Radiance. Wovon ich ja letztens auch relativ viel geöffnet habe, weil die aktuell... Zumindest als ich das Video aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so billig sind, aber ich würde sagen, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie teurer geworden sind. Was zumindest letztens noch das günstigste Set war von den aktuellen. Da habe ich ordentlich zugeschlagen, aber trotzdem fehlen mir hier noch die meisten Trainer Gallery Karten. Das ist wirklich seltsam. Ich habe ja letztens meinen Ordner angelegt mit den Trainer Galleries. Astral Radiance hat anscheinend, war nicht sehr gnädig zu mir und ist es auch jetzt nicht, denn wir bekommen nur ein Oshawott und dahinter nur ein Shaman. Aber wir haben noch einen Versuch.
bis jetzt relativ schwache Box. Also bei 7 Boostern darf man auf jeden Fall was erwarten. Das sind relativ viele Packs. Bei der Pull-Rate von den Sets dürfte da eigentlich etwas bei rumkommen. Die ist auch wieder Upside Down, die Energiekarte. Aber bis jetzt haben wir hier noch nichts gesehen, außer ein Pikachu aus Fusion Strike ausgerechnet noch. Wo alle immer gesagt haben, oh, die Pull-Rate ist schrecklich. Was sie vielleicht auch ist, verglichen mit den ganzen Trainer-Gallery-Sets. Und keine Trainer-Gallery-Karte und dahinter nicht mal eine Holo. Jetzt haben wir nur noch dreimal Silver Tempest, haben natürlich hier die Chance auf Lugia. Was mich bei dem Set aber auch freuen würde, wäre ein Reggie Eleki V-Max, damit ich das mit meinem Miraidon-Deck mal spielen kann. Ich habe zwar schon welche, aber da braucht man natürlich einige von. Deswegen hoffe ich, dass hier jetzt ein Reggie Eleki sich mal blicken lässt. Wenn ich denn schon kein Lugia alternativ kriege, dann nehme ich doch wenigstens ein Reggie Eleki V-Max oder eine coole Trainer-Gallery-Karte. Werden wir irgendwas von beiden sehen? Schon mal nein. Und auch nicht mal eine Holo. Es sind nur noch 2 Packs von Silver Tempest. Das ist nicht viel. Ich hoffe, wir sehen noch mal irgendwas. 1, 2, 3, 4. Wir sehen auf jeden Fall einen V-Star-Marker. Den wir jetzt eine Weile auch nicht mehr sehen werden, weil es keine V-Stars mehr gibt. Deswegen ist das mal wieder ein erfrischender Anblick. Mehr aber auch nicht. Murkrow. Swablu, gib mir mal wieder eine Trainer Gallery. Jetzt kann ja nicht sein, dass man bei 7 Packs nicht eine Trainer Gallery zieht. Und nicht mal Holos hier. Nicht mal Holos. Das ist schon das letzte Pack aus der Cyrus Box. Wenn hier nichts drin war, dann war die Cyrus Box unglaublich schlecht. Aber immerhin. Okay, ich habe eine Karte weggezogen. Das heißt, wir müssen nur noch 3. Immerhin bekommen wir eine Full Art Trainerkarte. Aber bei 7 Packs, oh, immerhin ist das Curly ja sehr, sehr spielbar und das bräuchte ich auch noch. Bei so vielen Packs erwartet man natürlich auch was. Und wenn man nach 7 Packs nur eine V zieht, ist das ganz schön enttäuschend. Hier ist nichts auf den Trainer Gallery Slot und dahinter ist nicht mal eine Holo. Eieiei, Cyrus, das war eine große Enttäuschung. Das muss Clara jetzt wieder wettmachen. Hier ist natürlich der selbe Inhalt drin, bloß halt mit der guten Clara als Trainerin. So sehen die Würfel aus. Ganz schick eigentlich, aber es sind letztendlich auch nur Würfel. Komm, wir machen mal hier. Wir machen mal den hier. Dann sehen wir hier die Clara-Münze. Sieht auch ganz nett aus. Dann haben wir hier, oh, da kam schon die Promo uns entgegen. Die Clara Sleeves, die ich noch schicker finde als die Cyrus Sleeves. Also die sind cool. Das Giftgrün ist nur leider ein bisschen krass. Ich finde es ganz cool, aber es ist schon ein heftiges Grün. So, Deckbox mit unseren Boostern natürlich, wo sehr wahrscheinlich dieselben Booster drin sein werden. Aber hier das Highlight der Box ist Clara und zwar in einer Form, die wir bis jetzt auch noch nicht gesehen haben. Also es ist bis jetzt eine Exclusive, die es auch noch nicht in Japan gibt. Sehr coole Karte, die sieht auch wirklich schick aus und sie ist aktuell auch eigentlich ganz gut spielbar. Von daher freue ich mich über diese Karte. Die Clara Box fühlt sich anders an. Die Clara Box ist irgendwie so, die hat so eine Struktur. Die hier ist so mega glatt. Sieht man vielleicht auch, dass sie so heftig glänzt. Und hier sieht man es, hier glänzt es nicht so. Also die ist eher matt und ein bisschen angeraut. Fühlt sich auf jeden Fall viel, viel besser an. Wir holen jetzt mal die Booster Packs raus. Hier hinten sind übrigens noch Münzen, aber die sind auch relativ unspektakulär. Haben wir dieselben Packs? 3-mal Silver Tempest, 2-mal das, 1-mal das. Ja, wir haben exakt dieselben Packs. Hätte mich auch gewundert, wenn irgendwas anderes drin ist. Das ging super einfach auf, aber da ärgere ich mich nicht drüber. 1, 2, 3, 4. Hier darf jetzt gern mal eine alternative Karte drin sein. Hier haben wir den alten Judge, den ich eigentlich besser finde als den neuen. Also das Design Trevenant, ein Morpeko Single Strike, ein Fusion Strike Schmurgo, Shinx Baneri, ein Basculin, ein Deoxys, nicht schlecht, und ein Kangaskhan. Es ist eine ganz schön heftig lange Durchstrecke, muss ich hier sagen. Der erste und einzige Hit liegt sehr lange zurück. Wir müssen auf jeden Fall hier mal wieder was ziehen. Das kann nicht so weitergehen. 1, 2, 3, 4. Letztendlich werden wir heute hier 14 Booster geöffnet haben. Wenn da wirklich nur ein Hit bei rumkommt, ist das gar nicht gut und spricht nicht unbedingt für die Boxen. Auch wenn die Booster natürlich wie immer völlig random sind. Aber naja, man erwartet schon bei der großen Anzahl an Packs, erwartet man schon was. Und wenn jetzt hier so lange nichts kommt, ist das ganz schön enttäuschend. Das kann ich nicht verheimlichen, dass ich natürlich enttäuscht bin, wenn nichts kommt. So gut natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis von diesen Boxen auch ist,
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber ich habe 36 pro Box bezahlt, wenn wir bedenken, 7 Booster plus das ganze Zubehör plus natürlich die Full Art Trainer und die anderen Trainer. Das ist ein ziemlich guter Deal, aber wenn man in den 7 Packs nichts drin hat, dann war es dann auch nicht so ein guter Deal, aber das ist natürlich meistens so. Yay, eine Holo, immerhin mal wieder eine Holo. Aber dass wir nicht mal in der Trainer Gallery was ziehen können, das ist schon nicht so toll. Wir machen weiter mit Mantine. Quillfish, Basculin, Poochie, Glammeow, Regigigas und Basculegion. Wir sind jetzt schon bei Silver Tempest. 3 Packs noch. Eieiei. Ich mache jetzt auch nicht mehr den Pack-Trick, weil ich einfach schnell wissen will, ob jetzt hier noch ein Hit kommt. Chimecho, Baniri, Drowsy, Spinarak, Togedemaru und Metagross. Also die Trainer Gallery hat überhaupt keinen Bock heute. Nicht mal eine Trainer Gallery Karte. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, obwohl die Hitrate, Pullrate eigentlich ganz dankbar ist von der Trainer Gallery. Heute nicht. Heute ist gar nichts dankbar. Hier auch nicht. Ein Regieleki. Okay, also immerhin haben wir eine der Karten, die ich mir gewünscht habe, in der V-Form. Ich meine, ich habe auch nicht 4 Stück gehabt. Jetzt habe ich immerhin 4. Aber wenn das der einzige Hit aus der Box bleibt, wäre das trotzdem sehr, sehr schlecht. Wir werden es jetzt herausfinden. Haben wir im letzten Pack noch einen Hit? Swirlix, Rotom, Dreepy, immerhin Radiant und dahinter Immungus. Radiant Jirachi und ein Regieleki und ein Pikachu. Das waren die einzigen Hits aus 14 Boostern. Wir haben immerhin unsere wunderschönen Full Art Trainerkarten, die natürlich geil sind. Aber bei 14 Packs erwarte ich schon ein bisschen mehr. Nach wie vor bleibe ich natürlich dabei. Preis-Leistung von diesen Boxen ist immer wirklich richtig gut. Aber es häufen sich leider auch Meldungen von Leuten, die sagen, ich ziehe da drin nichts. Und bei mir scheint sich das auch so einzuschleichen, dass man nicht wirklich was Cooles drin zieht. Auch wenn es eigentlich Zufall sein müsste. Naja, jetzt habe ich die Box geöffnet. Ich habe jetzt die Fuller-Trainer-Karten. Darüber bin ich sehr dankbar. Vielleicht haben wir das nächste Mal wieder mehr Glück. So ist das halt. Manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück mit Boostern. Es ist halt alles Zufall. Heute leider wieder ein bisschen Pech, aber das nächste Mal geht's bestimmt bergauf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.